Salü, ich bin Katja Schönherr. Ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Ursprünglich stamme ich aus Deutschland, aber seit etwa 10 Jahren lebe ich jetzt in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Mein Debütroman ist Martha und Arthur, auf Französisch Martha et Arthur. Der ist gerade in den Editions Zoé erschienen und ich freue mich sehr. Ja, dass mein Debütroman den Weg in die französische Sprache gefunden hat. Im Roman geht es um Martha und Arthur. Die beiden führen eine sehr toxische, eine sehr, sehr lieblose Beziehung miteinander und ist auch teilweise sehr stark von Hass erfüllt. Und ja, man wird sich beim Lesen die ganze Zeit fragen, warum sind die beiden eigentlich miteinander zusammen? Warum trennen die sich nicht einfach, obwohl es für sie beide besser wäre? Wenn das Buch ein Foto wäre oder ein Lied oder eine Person, dazu kann ich gar nichts Konkretes sagen. Ich glaube, das Buch braucht seine 200 Seiten. Aber ich kann sagen, wenn das Buch ein Foto wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein Schwarz-Weiß-Foto. Und wenn es eine Person wäre, dann wäre es eine sehr, sehr zwiespältige, eine, bei der man nicht genau weiß, ob sie jetzt gut oder böse ist. Und wenn es ein Lied wäre, dann wäre es auf jeden Fall eine Ballade. Genf kenne ich leider viel zu wenig. Eigentlich kenne ich es überhaupt nicht. Ich war nur einmal da für 2 Stunden zu einem Termin. Ja, und ich hoffe, ich kann das irgendwann mal nachholen, die Stadt wirklich kennenzulernen. Ich hoffe, dazu ergibt sich bald mal die Gelegenheit. Ja, also, ich würde mich freuen, wenn Sie Lust haben, Martha et Arthur zu lesen, und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ade. Au revoir.